Hallo Leute, ich bin zurück aus der Sommerpause und melde mich jetzt wieder und pünktlich zum UEFA Euro 2012 Finale. Denn heute möchte ich euch zeigen, wie wenn ihr genug von euren Fußballkommentatoren in eurem Land habt. Wenn ihr zum Beispiel aus Deutschland seid, könnt ihr, wie ich euch heute zeige, kostenlos und legal den Livestream von OF1 ansehen. Das Ganze ist relativ einfach. Und zwar, wir beginnen jetzt gleich, indem wir einfach auf die Website der OF-DVT gehen. Und ja. Das machen wir einfach. TVT.ORF.at. Was ist die OF-DVT? Das ist eine ganz einfache Mediathek, die der ORF halt TVT nennt. Ist so, ja. Also, wie funktioniert das jetzt? Ich zeige euch jetzt mal erstmal die Livestream-Funktion, die wir heute Abend wahrscheinlich brauchen. Und zwar, hier gibt es den Button Live, allerdings ist derzeit kein Livestream vorhanden. Wenn ein Livestream vorhanden ist, das ist ab 19.25 Uhr, wird hier übertragen, kann man hier eben dann zum Beispiel ORF1 anklicken, dann steht hier die laufende Sendung und ja, dann kann man eben schauen, wenn wir jetzt TVT ORF.at/live eingeben. Okay, sind die nächsten Sendungen hier alle die Bundesland-Heute-Sendungen? Hier zum Beispiel auf ORF Burgenland, Burgenland heute, ORF Kärnten heute und so weiter. Ich zeige euch jetzt noch ein paar andere Features der ORF TVT. Und zuvor möchte ich euch noch für die Fußballfans zeigen, wie man sich noch exklusive Inhalte anzeigen kann. Auch von ORF. Einfach auf insider.orf.at gehen. Dann kann man hier auf Insider gehen. UEFA Euro 2012. Und dann gibt es ja immer wieder so Inhalte wie EM-Spielplan. Den brauchen wir jetzt zwar nicht mehr. Aber halt noch ein paar andere Infos wie SMS-Butler, Werbung und halt dann natürlich die besten Szenen nochmals und Zusammenfassungen. So, jetzt wieder zurück zur TVT. Schauen wir mal hier Sendungen. Und hier sind einige Sendungen. Bleiben wir jetzt mal beim Thema Fußball. Schauen wir uns die Comedy-Sendung Gernots Verlängerung an. Klicken wir einfach mal drauf. Und dann läuft das hier. Und dann kann man sich das problemlos anschauen. Wahrscheinlich ruckelt das jetzt hier am Video. Und ja. Wenn es jetzt hier noch andere Folgen gibt, wie es jetzt hier der Fall ist, kann man auf die andere Folge draufgehen. Dann wieder draufklicken auf, also auf das Datum und dann wieder auf Gernots Verlängerung. Und dann wird das hier, hoppla, wieder angezeigt. Gernots Verlängerung, ganz wichtig gewesen. Heute aber leider nicht mehr. Aber kann man sich natürlich trotzdem anschauen. Alle Sendungen sind bis 7 Tage nach Ausstrahlung verfügbar. Wir haben hier noch einige Sportsachen, Kinderprogramm, also von Okidoki, und auch natürlich die Nachrichten. Wenn wir uns jetzt mal hier ZIP20 anschauen. Ist hier die ZIP20 nochmal. Hier oben steht immer der Sendetermin. Ein bisschen unpraktisch ist, dass hier ZIP20 und ZIP20 Wetter in zwei Sendungen ist. Muss man halt nochmal klicken. Aber so schlimm ist das nicht. Keine Ahnung, warum man das jetzt macht. Aber naja. Das war's auch schon wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss.